Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es um das Thema Pointer gehen, Pointer in der Programmiersprache C. Und wir schauen uns das mal an, wie so ein Pointer aussehen kann. Wir stellen uns das hier mal vor als Datenbereich, wo wir unsere Daten abgelegt haben, also quasi als Speicher. Und wir können die einzelnen Speicherstellen ansprechen über Adressen. Wir fangen im Prinzip bei 0 an zu zählen, zählen dann 0, 1 und so weiter bis ganz zum Schluss FF, FE, FF, FFF und da ist der Speicher zu Ende. Dazwischen haben wir dann noch andere Speicherstellen, wie beispielsweise hier die Speicherstelle 1, 2, 3, 4. Und hier können wir beispielsweise eine Variable abspeichern. Ich schreibe da mal eine 5 rein und diese 5 soll ein Character sein. Okay, dann haben wir noch weitere Variablen. Weitere Speicherplätze 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 und 1, 2, 3, 6, also im Prinzip fortlaufend zu dieser Speicherstelle. Und hier schreiben wir auch nochmal eine Character-Variable rein, und zwar die 6. Und hier in diesen Speicherbereich möchten wir jetzt einen Pointer schreiben. Einen Pointer, und zwar einen Pointer auf eine Character-Variable. Und daran sieht man auch, was ein Pointer ist. Ein Pointer ist ein Zeiger, wie der Name schon sagt. Und wir möchten, dass diese Speicherstelle auf diese Variable zeigt. Das heißt, diese Speicherstelle muss letztendlich die Adresse beinhalten dieser Variable und das wäre diese 1234. Das heißt, wir schreiben hier eine 1234 hinein und sehen, okay, wir wissen, das ist ein Pointer. Das heißt, hier steht kein Zahlenwert, sondern hier steht eine Adresse und das ist die Adresse. Das heißt, diese 1234 hier oben verweist auf diese Adresse und dann können wir sehen, was in dieser Adresse sich an diesem Speicherplatz verbirgt. Okay, wie macht man sowas in C? Wie sieht dort die Syntax aus? Fangen mal an, wir können das natürlich auch mit einem Integerwert machen. Wir definieren mal einen Integer C und schreiben dann, brauchen dann einen Integer Pointer. Und der wird so deklariert, dass man hier ein Sternchen vor diesen Pointer schreibt. Und dieses Sternchen bedeutet, dereferenziere letztendlich diese Adresse. Dereferenzieren heißt so viel wie, nimm diese Adresse und guck nach, was da in diesem Speicher dann steht. Und das, was in diesem Speicher steht, ist im Prinzip von dem Typ Integer. Das heißt, dieses Sternchen bedeutet, ich habe hier einen Pointer. Und der zeigt auf eine Integer-Variable. Okay, wir schreiben mal eine 5 in diese Variable C und möchten jetzt in diesem Pointer letztendlich die Adresse von C eintragen. Das heißt, wir nehmen diesen Integer-Pointer und möchten dort die Adresse von C einschreiben. Und die Adresse bekommt man, indem man ein Kaufmannsund verwendet. Das heißt, wir schreiben hier rein die Adresse von C. Das heißt, wir speichern die Adresse von C in unserer Integer-Pointer-Variablen ab, in unseren Zeiger. Gut, was kann man damit machen? Man kann letztendlich dann diese Variable C, also diese 5, auch ausgeben. Und zwar nicht, indem man sagt printf und dann soll er die Variable C ausgeben, sondern man kann sagen, er soll die Integer-Pointer-Variable nehmen. Also printf, der Inhalt von C ist %d und dann könnte ich hier hinschreiben C, dann wieder eine 5 ausgeben. Oder was ich natürlich machen kann, ich kann den Pointer nehmen und kann gucken, auf welche Variable der Pointer zeigt und kann dann sagen, okay, und den Wert dieser Variable, das was ich in diesem Speicherplatz geschrieben habe, das soll ausgegeben werden. Und ich komme an den Wert, den Inhalt des Speicherplatzes, indem ich wieder dieses Sternchen verwende. Das heißt, er nimmt die Integer-Pointer-Variable, die verweist ja auf die Variable C, beziehungsweise auf die Adresse der Variable C. Mich interessiert aber nicht die Adresse, sondern ich möchte wissen, was in diesem Speicherplatz steht. Und deswegen nehme ich hier dieses Sternchen dazu. Okay, gucken wir uns das mal direkt in der Programmierumgebung mal an. So, ich habe einmal das Programm vom letzten Mal nochmal gestartet. Das verwenden wir jetzt, um einfach die Geschichte mit dem Pointer mal auszuprobieren. Ich definiere hier oben mal eine Integer-Variable, die soll meinetwegen
Test 1 heißen und vom Typ Integer sein und ich definiere einen Pointer, der auf eine Integer-Variable zeigt und der soll einfach nur Pointer auf Test 1 heißen. Okay, dann gehe ich mal in das Main-Programm direkt hinter diese Printf-Anweisung und dort habe ich erstmal meine Variable Test 1. Dort kann ich jetzt beispielsweise meine 5 reinschreiben und jetzt kann ich meinen Pointer auf Test 1 mit der Adresse von Test 1 belegen. Das heißt, ich brauche die Adresse des Kaufmanns und Test 1. So. Das heißt, ich gucke nach, welche Adresse hat denn meine Variable Test 1 und nehme diese Adresse und weise die meinem Pointer zu. Und jetzt möchte ich den Inhalt des Pointers ausgeben bzw. den Inhalt der Speicherstelle, auf die dieser Pointer verweist. Das heißt, ich nehme mein printf und möchte ausgeben der Inhalt von Test 1 ist %d. Und mache ich noch eine Leerzeile dazu. Und ich möchte jetzt aber nicht Test 1 eintragen, sondern ich möchte das über diesen Pointer differenzieren. Das heißt, ich brauche den Inhalt der Speicherstelle, auf die Pointer auf Test 1 verweist. Okay, ich kompiliere das ganze Programm einmal. Das hat schon mal soweit funktioniert. Lade das Programm auf den Emulator. Starte das Programm. Und tatsächlich der Inhalt von Test 1 ist 5.